Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog hier auf meinem Kanal. Ich dachte mal, ich begleite die Kamera wieder in meinem normalen Leben, also eine ganz normale Alltagswoche. Und ja, es stehen schon ein paar spannende Sachen an, denn die Woche ist tatsächlich, also ist eine normale Alltagswoche. Ich gehe arbeiten. Heute ist Montag, montags habe ich immer frei, deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Ansonsten stehen wirklich einige spannende Sachen an. Ich habe einiges Neues zu berichten und euch zu zeigen und deswegen dachte ich, nehme ich euch direkt einfach mit. Deswegen seid gespannt und bleibt dran. Wir haben von meinem Freund die Eltern so einen coolen, so einen coolen Krug hier geschenkt bekommen. Und ich finde es schon immer cool, weil erstens für Bowlen, also auf Partys, mega nice. Aber auch, mein Vater macht es nämlich auch immer, dass man sich so gesunde zubereitet, aus Tee und Früchten, manchmal auch in Sirup, da ist natürlich wieder Zucker drin. Und wir haben jetzt auf jeden Fall hier in diesen Behältern Kirschfrüchtetee. Ich habe bloß drei Dinger, weil sonst ist es ganz schön wenig Dingensens. Diesmal jetzt mit Wasser auf. Oh, es kleckert immer. Ich hasse den manchmal so. Und wir wollen uns dann mal nach solchen Rezepten umschauen und dann werde ich euch davon teilhaben lassen. So, lass erstmal den Tee wirken. Dann machen wir das mit Sprudelwasser. Füllen wir das auf. Und hier kommen Früchte rein. Dann trinken wir den ganzen Tag über. Wir müssen uns jetzt vornehmen, das heute auszutrinken. Dann haben wir genügend Flüssigkeit in uns. Und rein. Und dann haben wir hier noch einen. Und dann können wir uns das hier zapfen. Aber erstmal lassen wir den Tee ziehen. Wir machen nämlich wieder private Hundeschule. Das ist eine lange, lange Story, wie das dazu kam. Wir wollten sowieso in eine öffentliche Hundeschule gehen. Aber letztens beim Spazierengehen sind wir auf eine Frau gestoßen, die Hundetrainerin ist und Hundezüchterin ist. Und wir kamen so übelst lange ins Gespräch. Aber lange Story. Lange Story, kurzer Sinn. Wie geht der Spruch? Ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls hatte sie dann einen Tag später bei uns geklingelt und hat uns kostenloses Hundetraining angeboten. 1:1. Also sie hat eine deutsche Dogge. Und wir üben erstmal alleine mit Buddy und dann holt sie ihren Hund dazu. Vielleicht gehen wir irgendwann später trotzdem nochmal zur richtigen Hundeschule. Was heißt richtige? Sie ist ja Hundetrainerin. Und Einzeltraining wäre ja übelst teuer. Deswegen haben wir uns riesig gefreut, dass wir diese Option gefunden haben. Und ich probiere euch gleich mal einen kleinen Ausschnitt zu filmen. Und wir haben jetzt hier so eine kleine Hunde-Gassi-Geh-Tüte. Da habe ich immer Leckerli und Kacktüten und so drin. Und genau, das... Deswegen treffen wir uns jetzt mit uns. Wir treffen uns jetzt mit mir. Oh mein Gott, ich habe heute wieder so Sprachstörungen. Wir treffen uns heute mit ihr. Und genau, mal sehen, was wir heute üben. So, Babadi? Oh, mein Akku ist fast leer. Aber wo ist denn das Halsband? Und wir sind umgestiegen auf dem Halsband von so einem Geschirr. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr so für Erfahrungen damit gemacht habt. Wir haben ja jetzt noch richtig lange so ein Geschirr ausprobiert, aber unsere Hundetrainerin hat uns vor allem für das Hundetraining ein Halsband empfohlen. Und wirklich Leute, der Spaziergang mit Buddy ist einfach viel einfacher mit so einem Halsband. Also schreibt gerne mal in meine Kommentare unten rein, was eure Erfahrungen dazu sind. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt geht's los. Mich das letzte Mal, denn ich wollte euch noch schnell zeigen, was ich meiner Mama zum Geburtstag schenke. Ich habe hier einmal für sie von den Power Lips von Nu Skin so einen, naja, so rosa nudfarbenen Lipstick praktisch, weil ich liebe die und da dachte ich so, Mama ist immer auf der Suche nach guten Lippenstiften, wo ihr die Farbe gefällt und die auch halten. Da dachte ich mir, nutze ich mal die Gelegenheit und als Kleinigkeit noch dazu. Habe ich einmal, das ist ein bisschen ein komisches Geschenk, aber ich weiß, dass sie gesagt hatte, wenn ich irgendwo einen Wäschekorb sehe, soll ich ihr den mitbringen. Da dachte ich so, na dann kriegt sie doch hier gleich noch dazu einen zum Geburtstag. Und weil sie Duftkerzen liebt und rosa liebt, habe ich ihr so eine Duftkerze geschenkt mit so, Moment, drei Dochten. Genau, und das verpacke ich jetzt noch.
Sehr schön. Oh, da ist ja noch was drin. Dreckige Wäsche. Dreckige Wäsche. Ey. Das machst du als letztes auf. Das als letztes abmachen. So eine schöne Geschenke. Ja, toll. Oh, sehr schön. Die ist nur zum Hinstellen, weil ich sammle ja Kerzen und ich sammle die halt. Von Arbeit habe ich auch eine gekriegt, habe ich gesagt, nee, benutze ich ja nicht. Aber die ist schön. Die sind nur die auf dem Linksabend. Hallo! Ja, alle raus. Könnte ich ja mal auf dem Spiel drauf. Endlich mal einen neuen Wäschekorb, weil mein oller Wäschekorb, der ist so all. Und letztens hatte sie erzählt, bei Action hat sie einen Wäschekorb, und jetzt hatte ich den auch. Ja, meinen gab es jetzt nicht mehr bei Action, aber der ist ja auch gut. Der ist doch wie dein Alter, aber ja, kurz, ne? Nee, der ist besser. Okay, na dann. Solange mehr reinpasst eigentlich. Ich weiß, ein bisschen komisch. Ihr wünscht euch Sachen. Also wir haben bescheuert einen Wäschekorb. Nee, Mama hat letztens gesagt, dass sie einen doofen Wäschekorb hat. Ja, sie einen neuen haben. Genau, dass der kaputt ist und ich muss mir einen neuen kaufen. Schatz, holst du mal Lukis mit, bitte? Doch, oben der Doll, der ist so old, ich will den nicht mehr. Habe ich letztens zu Schätzchen gesagt. Ich sage, ich hole mir mal einen. Wenn sie zur Action fährt, soll sie mir mal einen mitbringen. Ey, von Chelseas Marke. Oh. Hier sind keine Fotos. Wir sind alle hier. Power Lips Fluid. Soll ich den gleich ausprobieren? Na, wie du willst. Na, nicht ohne, der ist ein bisschen farbig, also. Ohne. Guck mal, passt zu Tantes Kleid heute. Ja. Ach so. Kannst du das ohne Spiegel machen? Jahrelange Übung. Na, mit dem Dunkelroten wird das wahrscheinlich funktionieren. Schick. Dankeschön. Den Buddy aufgefuttert hat. Nee. Ganz langsam, wenn ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Was ist da drauf? Unglaublich. Käse und Fleisch. Und Pommes. Und Pommes. So, ich melde mich auch mal wieder, denn die Woche ist nichts Spannendes weiter passiert. Aber wir hatten heute wieder Hundetraining, heute ist nämlich schon Donnerstag und ich wollte euch mal zeigen, weil ich habe gerade wieder ein Video abgedreht, wie es vielleicht mal hinter den Kulissen aussieht, dann könnt ihr das auch mal sehen. Und genau, dann mache ich gleich noch Uni und morgen ist endlich Freitag. Genau, aber ich wollte einfach wirklich nur spannende Sachen so ein bisschen filmen, damit es mal ein kurzer, knackiger Weekend-Vlog ist, weil Leute, wirklich meine Schwierigkeit bei Videos drehen ist, dass sie immer so lang werden und ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht ganz herausgefunden, ob ihr eher kurze Videos sehen wollt oder eher lange Videos. Aber ich probiere irgendwie mal demnächst auch wirklich mal so ein bisschen alles kürzer zu fassen. So vielleicht so 10, 11, 12 Minuten, aber nicht weiter hinaus. Lasst mich gerne wissen, was euch besser gefällt. Ich habe, also wenn das Video hochkommt, schon eine Woche her, nämlich ein Q&A gedreht. Und weil mein Stativ oben war, habe ich einfach einen Plastikeimer genommen und mein Ringlicht. Und bei dieser schönen Aussicht habe ich dann gefilmt. Und das ist unser Hundi-Buddy. Er ist schon mehr fix und fertig, weil wir hatten heute Hundeschule. Ja. Buddy? Buddy? Nix, Labi, du. Was machst du da? Du bist jetzt im Vlog. Oh, nee, weil ich sehe so hässlich aus. Angekommen bei meiner Familie.
So, wenn Oma und Opa kommen, bringen sie immer was Süßes mit. Einmal so einen Kochlöffel und so einen Schaber mit einem Smiley. Und so eine süßen kleinen Ohrringe. Für den Alltag finde ich die mal gut. Zwei Karten zum Verschenken. Und Macarons. Ich liebe nämlich Macarons. Ein paar Rittersporttafeln. Deo. Wäscheklammern. Wir haben nicht eine einzige Wäscheklammer. Und Söckchen. Leute, ich sehe aus wie ein typischer Sonntag und ich habe hier auch einen Pickel, deswegen ist da was drauf, aber egal. Heute ist bald Geburtstag und meine Schwiegereltern haben ihnen schon einen kleinen Hundekuchen überreicht mit so einer Möhre als Kerze. Ich hoffe mal, dass sie irgendwie gleich ein Foto oder so haben, dann kann ich es mit einblenden. Wenn nicht, dann nicht, auch nicht schlimm. Hat er schon einen Kong bekommen, kann ich auch gleich mal zeigen. Und jetzt wollen wir ihm sein Geburtstagsgeschenk überreichen. Daddy, alles Gute zum Geburtstag! Endlich bist du ein Jahr alt, kleines Baby. Bist trotzdem noch wie ein Welpe. Ja! Buddychen ist jetzt ein Jahr alt und jetzt kriegt er erstmal seinen Hoodie auf. Mal gucken. Klappt gerade gut. Buddy, pfui. Ist klar, dass sowas Hunde nicht mögen. Oh Mann, du musst das hinter... Oh nein. Wartet mal. Und dann haben wir hier noch so ein Jagdspiel. Ich weiß auch noch nicht ganz, wie das funktionieren soll, aber es hat echt wohl gute Bewertungen. Man muss halt die Eichhörnchen hier irgendwie rauskriegen. Genau. Und dann haben wir noch ein Knochen. Da. Er mag sein Hut überhaupt. Buddy, das ist dein Geburtstagshut. Morgen Leute, heute ist der letzte Tag in meinem Weekly Vlog, wo ich filme. Julie, willst du auch guten Morgen sagen? Du willst auch guten Morgen sagen? Ne? Ja. Jo. Oh. Das liebe ich. Ja, was ich aber eigentlich sagen wollte, heute ist Buddys großer Tag. Sein Geburtstag war zwar gestern, aber heute ist seine Kastration. Und mittlerweile, also ich bin eigentlich entspannt. Aber so langsam bin ich doch ein bisschen aufgeregt. Also mit einer Akvose, man hofft ja doch, dass er aufwacht und so. Ja, hier, was bringen wir ihn jetzt hin? Es ist jetzt 7.13 Uhr, ich bin echt noch extrem müde. Aber egal, montags nicht wundern, ich habe ja montags immer frei, deswegen. Genau, und dann muss ich um 13.30 Uhr nachher da anrufen und dann mal sehen, was sie sagen. Wenn wir ihn abholen können oder eher später oder je nachdem, es kommt halt darauf an, wann sie beginnen mit der OP, falls jetzt ein Notfall reinkommt oder... Buddy halt länger braucht, um irgendwie von der OP aufzuwachen oder nicht richtig fit ist, genau. Aber hoffen wir mal, dass alles gut geht und mal sehen, wie Buddy nachher drauf ist. Aber ich nehme euch natürlich mit. So, Buddychen ist jetzt auch im Auto. Abfahrbereit, angeschnallt. Gleich geht's los, mein kleines Baby. Hm? Ja, wenn du wüsstest, was jetzt passiert. Hm. Buddys letzte Minute mit Eier. Oh. So, und mein Freund, der muss noch lange beim Arzt warten, deswegen dachten wir, nehmen wir die Zeit, um was zu frühstücken. Sonst wäre es ganz schön lange. Genau. Und Buddy ist jetzt beim Arzt. So, unser Buddy hat alles gut überstanden. Nicht wundern, eigentlich trägt er auch einen Trichter, aber dadurch, dass er noch nicht, sich sowieso noch nicht daran leckt und die ganze Zeit wie auf ihn achten, haben wir es abgemacht, weil es ja auch eine Qual für ihn ist. Und Leute, was wir auch haben. Das haben wir extra gekauft, dass er nicht diesen Plastiktrichter tragen muss, sondern dass er auch das tragen kann. Das ist extra für sowas, also für Hunde. Dass es halt einfach auch bequemer ist. Aber ansonsten, er ist noch sehr in Trance, sehr, sehr ruhig. Nicht wundern, er hat da noch einen Verband.
dran, weil da die Kanüle oder so dran war. Ich weiß gerade nicht, irgendwas anderes. Jedenfalls hat er die Kastration gut überstanden, kommt jetzt langsam wieder zu sich. Und ja. Und mit dem Schwanzi kann er auch wackeln. War Paddy? Geht's dir wieder gut, mein Schatz? Ja. So, ihr Lieben, der letzte Tag meines Weekly Vlogs, wie auch immer, neigt sich dem Ende. Und ich wollte nochmal ein ganz kleines Update zu Buddy geben. Wir waren jetzt schon eine kleine Runde Gassi, es ist gelaufen und er hat jetzt gekackt und vorhin hat er schon gepullert. Und keine Ahnung, es freut uns, es ist uns irgendwie so ein Stein vom Herzen gefallen, weil er so, weil er noch nicht auf Toilette praktisch war, so. Ja, und vorhin hat die Tierärztin manchmal, ist ja bei ihm ein kleiner Problemfall, also in dem Sinne einfach, dass er wild ist. Und so kennen ihn auch unsere Familie und unsere Freunde und so. Aber irgendwie letztens schon unsere Hundetrainerin hat gesagt, was für ein toller Hund er ist und wie schnell er lernt. Und heute meinte die Tierärztin so, ja, ihr Hund, der Buddy, der war so ein toller Patient und es war auch so problemlos, ihn abzugeben. Also da, wo er seine Schwächen hat, hat der andere Hund, sag ich mal, Stärken. Und da, wo andere Hunde Schwächen haben, sag ich mal, beim Abgeben zu fremden Leuten oder zum Tierarzt gehen, bei sowas benimmt er sich einfach so gut. Und keine Ahnung, das freut einen einfach total. Wollte ich auch mal hier meine Erfahrung mit euch teilen. Vielleicht gebe ich dann irgendwann euch nochmal ein Update, wenn euch das interessiert. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieser natürliche Alltagsvlog, so würde ich jetzt einfach mal kurz sagen, euch gefallen hat. Ein paar spannende Sachen sind ja vielleicht passiert und dann hoffe ich, dass ihr vielleicht einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar da lasst oder vielleicht sogar ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr hier wieder auf meinem Kanal und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss!